Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dying Light 2. Heute geht es weiter. Wir werden heute mit der Nebenquest hier deinen Zug weitermachen. Das gibt erstens gut Kohle und Erfahrungspunkte, viel Kampferfahrungspunkte. Also, hier dieser unentdeckte Ort ist, glaube ich, diese Metrostation. Außerdem, ich glaube, das wird nur so ein verlassener Laden sein, so wie das ausschaut. Das ist halt in einem Haus. Außerdem ist es auch nicht wirklich auf dem Weg dahin, wo wir hinwollen. Ja, hier ist die Main Quest, genau, Story Quest, der Überfall. Die werden wir dann in Bälde mal machen. Und wir werden außerdem heute, wenn sich's ausgeht, auch noch hier die Prinzessin im Turm machen. Da sind so ein paar Wichser hier. Hier müsste auch irgendwo hier ein Hai. Genau, hier war der Hai, den wir letztes Mal uns anschauen wollten. Das wird wehtun. Trotz unserer Verbesserung hat das ein bisschen wehgetan. Aber worth it, weil wir dafür so gut Honig und so weiter kriegen. Und auch noch ein hier Ding. Eine Axt oder Wutbrand. Machete ist das, ja. Okay. Okay, Honig haben wir sonst keinen mehr. Gut, ich würde sagen, schauen wir auch, dass wir hier bei Fertigung mal ein bisschen, wir können relativ viel Heilung aktuell herstellen. Nur, ich werde sie wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder hier, dingsen. Verbessern. Und dann zählt die als ein eigener Stack. Und das werde ich, will ich dann jetzt nicht unbedingt. So, das Parkhaus war hier hinten. Da sind wir schon das ein oder andere Mal vorbeigelaufen. Hier oben nämlich. Genau. Hier haben wir auch so ein Teil. Aber wohl. Ich wollte gerade sagen, hier sind jetzt nicht so wirklich viele Zombies. Oh. Was ist das? Aussuchung! Guldenmünzen. Okay. Oh! Hallo! Hä? Ich hab dir doch voll eine reingezimmert! Boah! Das war ganz gut. Auf die Beine. Oder eher nicht mehr auf die Beine. Kommst du noch? Was ist das da hinten gewesen auf der Karte? Das war das hier. Jetzt will ich das aber doch wissen. Ist das nur diese scheiß U-Bahn-Station, die regelmäßig einfach aus irgendwelchen Gründen verschwindet? Ich kann sie leider von hier aus nicht so wirklich sehen, aber es schaut so aus, als wäre das die. Kommen wir hier eigentlich rein? Okay, hier haben wir schon gelootet. Oder hier hat irgendwer schon gelootet. Besser gesagt. Okay, die sind alle draußen, die ich gerade höre. War ein Zauberpilz? Hä? Da ist irgendwas in dem drin laut. Ne, hier. Oh, ein Hammer. Klempnerhammer. Stufe 3, immerhin. Oh, ne, hier ist außerdem noch was. Arznei. Overkill. Gewöhnliche Langwaffe. Stufe 3. Nice. So, und jetzt aber rein. Wie geht's dir? Wird schon gehen. Und dir? Wer bist du? Braucht ihr Hilfe? Wir kommen schon klar, danke. Was ist passiert? Wir haben Gerüchte über diese Garage gehört. Wir dachten, das wird ein ganz leichter Job. Aber wir lagen falsch. Vollidioten. Hey, zumindest sind wir weit genug runtergekommen, um den alten Militärgenerator anzuwerfen und ein paar UV-Lampen hochzufahren. Und was ist dann passiert? Noch weiter unten ist die Tiefgarage. Dort wimmelt's nur so von verdammten Infizierten. Wir haben es gerade noch so lebend rausgeschafft. Und dann ist auch noch eine Wand auf Jonas gestürzt, als wir auf dem Weg nach oben waren. Na, ihr habt wohl nichts dagegen, wenn ich's mal probiere, oder? Tob dich aus.
Wahrscheinlich ist es das nicht wert, sei denn du willst enden wie ich. Oder noch schlimmer. Ich muss ein Versprechen einlösen. Hier, wenn du es schaffst, nicht drauf zu gehen, kannst du die hier vielleicht gut gebrauchen. Wir gehen ganz sicher nicht zurück. Zumindest nicht auf demselben Weg. Na, danke. Das Problem ist, wir haben jetzt... Hörst du diesen Lärm da unten? Dieses Heulen? Ja. 14 Uhr. Die Frauen, die Halleluja singen. Es müssen Heuler sein. Allein greifen sie nicht an, aber sie locken andere Infizierte an. Du denkst, alles sicher? Dann auf einmal ein Schrei und eine ganze Horde Infizierter taucht auf. Mach mir keine Angst, Scheiße, nochmal. Vielleicht holen wir uns den General... Das Problem ist, es ist natürlich Tag. Was nicht so toll ist. Aber... Wollte gerade sagen. Jetzt tagsüber ist es nicht so geil. Reich sein. Hm. Auch Stufe 3. Weiß ich nicht, ob der Generator ausschalten so gut ist. Was macht denn der Generator schon? Können wir den wieder einschalten? Das auszuschalten ist dumm. Weil da scheint es eh relativ dunkel zu sein. Ich sehe aber aktuell nur zwei Typen. Kann ich die Heule auch hinterhalten? Bitte sag, das funktioniert. Funktioniert! Nice. Auf der anderen Seite von dem. In der Military Zone, dort ist gut. Das daran erinnere ich mich noch, dass die mir das gesagt haben. Aber wie kommen wir da hin? Hier können wir nicht durchsqueezen. Warum werden mir die eigentlich nicht angezeigt? Oh, hinterher. Gar nicht bemerkt, dass hinter mir genau einer ist. Warum werden mir die teilweise nicht angezeigt? Nicht so gut. Oh. Ist doch irgendwas zum Heiden. Oh. Haben wir irgendeine Fernkampfwaffe? Außer Molotow-Cocktails. Ja gut, die Dinger werden jetzt nicht gut sein. Wir haben halt nicht wirklich eine Fernkampfwaffe, die leise ist oder irgendwas. Also sowas wie ein Bogen wäre halt nice. Aber sowas haben wir nicht.
Und solche Dinge, ich meine, wir können natürlich noch ein paar Wurfmesser machen. Täuschkörper, ein gewaltiges, langdauerndes Geräusch. Das hört sich nicht so toll an. Ich könnte natürlich versuchen, mit ein paar Molotow-Cocktails, wovon wir relativ gut viele machen können, hier mal ein bisschen aufzuräumen. Aber ob das so sinnvoll ist? Die machen halt nur 15 Schaden, also... Ich kann davon mal ein paar herstellen und hoffen, dass die, wenn ich den ein paar Mal schnell hintereinander werfe, dass die dadurch ein bisschen... Das ging besser, als ich dachte, sage ich jetzt mal. Ich dachte, wir haben gleich die ganze Partie hier auf dem Plan. Ich glaube, zu dem anderen, den kommen wir sogar hier hinterrücks. Ausschalten. Oh, hier sind noch ein paar Pilze. Das ist gut. Wie gesagt, wir haben eh hier den Inhalator, aber die Sache ist... Wir können ruhig hier uns ein bisschen Zeit lassen und alles mitnehmen. Ist, glaube ich, relativ gut. Das kann man natürlich nicht von der Seite aus looten. Hä? Okay, muss man natürlich so rum. Aber da kommt man so rum. Okay, ich glaube, da ist richtig geil. Nee, das hier ist zu... Sache ist, wir müssen da auch eigentlich nicht hin, weil die ganzen Loot-Sachen hier sind. Oh ja. Okay, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir nehmen einen Molotow-Cocktail. Fuck you! So, instant hier andere Molotow-Cocktails ausrüsten. Wir haben hier noch einige. Von denen können wir auch welche bauen. Ich hoffe, das sind die, die wir... Ja, davon haben wir drei. Davon können wir auch noch ein paar herstellen. Okay, noch einer hinterher. Sehr gut. Wenn wir jetzt noch mit ein paar Zombies zu tun haben, dann haben wir mit sehr stark geschwächten und nicht mehr so vielen zu tun. Ja, ja, fuck off. Ja, die Leuchtstäbe könnten wir sogar auch verwenden. Ja. So weit, so gut. Jetzt ist Zeit für Loot.
Das reimt sich sogar. Das habe ich echt nicht geplant. Dass sich das reimt. Aber was schon der Pumuckl gewissen hat, wollte ich jetzt sagen. Gewusst hat, ist, was sich reimt, ist gut. Das stimmt. Okay, paar Stofffetzen, Dosen, ja. Wie gesagt, nicht der Premium-Loot vor dem Herrn, aber... Okay, da ist die Military Zone. Da ist auch nochmal extra. Da ist der geile Scheiß und da kommen wir wahrscheinlich über hier diesen Nebenweg rein. Der wahrscheinlich kein Nebenweg, sondern der Hauptweg ist. Den nehmen wir. Oh, hier ist noch einiges. Und jetzt können wir hier schön alles looten. Stofffetzen und alles. Ja, wie gesagt, nicht top, aber... Hey. Nimm Geschenken, Gaul und so weiter. Außerdem, irgendwann werden wir sicher viel von Kleinigkeiten herstellen müssen für einen Bosskampf oder was. Oh. Warte, aber wie kommen wir so wirklich in die Military Zone? Ich meine, ja, hier ist halt alles dicht. Sino. Es hört sich an, als wäre hier noch irgendwie ein Stray-Typ. Also die könnten auch von dort hinten sein. Hey, da ist auch kein Weg oben rum. Also wird das schon der richtige Weg sein. Einmal hier hoch. Getränkeautomaten nehmen wir auch nochmal kurz mit. Keine Ahnung, wie Aiden hier die Münzen rauskriegt. Im Normalfall sollte das nicht einfach sein, bei Getränkautomaten die Münzen zu klauen. Okay, nur kurz sicher gehen. Ha? Das geht nur von der anderen Seite, oder was? Ja. Oh, genau, hier hinter ist sogar einer. Warum fehlt mir der zum Beispiel hier in dieser Vision... Erst bei 2 Metern vor mir angezeigt. Okay. Dass das noch als Hinterhalt zählt, aber hey. Wenn ich sie mal so ein bisschen kurz ausnutzen darf, das Spiel, why not? Nehmen wir... Ja gut, wie gesagt, die Mülleimer, ich meine, wie viele Teile haben wir inzwischen? 10 Milliarden? 12 Milliarden? Irgendwie so um den Dreh gefühlt. Hier. Einmal kurz diesen hier. Hä, das geht... Das geht auch von der Seite nicht, das ist ja urbeschissen. Hallo? Okay, aber mit dem paar... Also ich sag mal so, solange das jetzt hier keine Schattenjäger sind oder sowas, beschissen. Hallo? Kriegst du gleich noch Mappen Süd oder was, weil du Angst vor mir hast? Oh. Oh. Genau! Die Art von Wichsern sollten es nicht sein. Das sind zwar keine Schattenjäger, aber die sind fast genauso schlimm. Das sind die Schnellen. Hallo? Die schauen aber auch nicht so aus, als wären die beim Militär gewesen oder was. Also, nicht so irgendwelche geilen Typen. Oh, aber ungewöhnliche Infizierten-Trophäen geben die. Das stimmt, das heißt, die sind gar nicht so bad.
Finde die GRE-Kisten im verlassenen Parkhaus. Die hier? Ich meine, das ist eine Kiste, aber ob das jetzt eine GRE-Kiste ist, ich dachte, das wären eher die, die so ausschauen, als enthielten sie Hemmstoff. Und das sind eben nicht die. Quarterback-Trikot, Moment. Brody-Weste. Ausdauerkosten, Parcours, Schadenswiderstand. Okay, das, was wir jetzt tragen, ist tatsächlich schlechter. Kampf. Ausdauerkosten, Parcours, minus Prozente. Ja, nehmen wir. Das nehmen wir. Das ist echt gut. Ist es die Frage, wo sind diese scheiß Kisten jetzt? Wir sind jetzt hier auf der anderen Seite von dem. Oh. Das hier schaut aus, als wäre das der Bereich, wo wir jetzt hin müssten. Deswegen schaue ich nochmal, weil ich glaube, hier kommen wir sonst nicht mehr gut hin. Ob hier noch irgendwelche Kisten oder was wären. Hier wäre was zum Verstecken. Brauchen wir nicht. Wir sind viel zu sehr Rambo. Gerade. Im Normalfall nicht, aber gerade schon. Ein paar von denen. Ich meine, Molotow haben wir inzwischen auch ein paar. Ich glaube, das ist das Militärlager, von dem mir Hubert erzählt hat. Sehen wir uns um. Machen wir mal ein paar so. Das sind... Bist du jetzt auch einer von denen? Einer von denen mit den Ungewöhnlichen... Ja, du bist... Also die sollten wir wirklich immer... killen. Hier ist die Frage, ist es halt... Weil ich will jetzt nicht alles so machen. Allein schon, weil wir da durch die Kampf-XP flöten gehen. Und so wahnsinnig stark sind wir jetzt auch nicht. Moment kurz. Die looten wir schon mal, während die anderen noch ankommen. Oder kommen die anderen überhaupt an? Schaut gerade nicht so wirklich aus. Es ist, glaube ich, nicht so gut, dass ich mich hier in die Ecke manövriere. Weg von mir, du Wichser! Wer mich anfassen will, muss um Erlaubnis fragen, sonst ist es Vergewaltigung. Und das willst du lieber nicht. Also, das hat nicht so wirklich Sinn ergeben, aber I don't care. Hä? Das ist schon wieder auf der anderen Seite. Es gibt immer Loot auf einer anderen Seite. The fuck? Ich wäre verarscht. Das Spiel präsentiert mich ständig mit geilem Loot, aber es ist immer auf einer anderen Seite von mir. Ja, ist okay. Nehmen wir mal den hier. Dann sind wir wieder quasi voll. Jetzt ist die Frage, wie... Oh, hier kommen wir rüber, oder? Hier und nur hier. Ja, scheiß auf die Mülleimer. Das könnte ein Problem sein, aber es könnte auch mir wirklich gut helfen, mich hier ein bisschen zurechtzufinden. Vor allen Dingen, das ist UV-Licht. Das heißt also, mich sollte jetzt auch kein Wichser irgendwie... Filter kann man nie genug haben. Dodger kann die sicher brauchen. Filter? Im Sinne von wie hier in Metro. Solche Filter, oder was? Also ich wüsste jetzt nicht, welche Filter sonst. Nehmen
Was? Der lange Bischof? Ach so, Bischofsstab, der lange Streitkolben. Ich dachte schon, es heißt der lange Bischofsstab. Es wäre ein bisschen not safe for work, oder? Cherry-Schlüssel. So. Und hier sollte ja noch alles von vor dem Ding sein. Oh, Quartiermeister Pike. Nicht im Hinweis, Sammlerstücke. Nee, das ist hier was, oder? Quartiermeister Pike, hier. Mit großem Bedauern muss ich Ihre Bitte um zusätzliche Waffen und Personal ablehnen. Als jemand, der für die Ressourcenverwaltung auf Ihrer Basis zuständig ist, verstehen Sie sicher die Belastung, denen das System während dieser verfluchten Ausbruchs ausgesetzt ist. Sie werden mit dem zurechtkommen müssen, was Sie haben, ebenso wie das restliche Personal. Hoffentlich wird all dies bald vorbei sein und wir können alle nach Hause gehen. Beste Grüße, Major Nadler. Okay, ich glaube, die haben das so ein bisschen unterschätzt. Bisschen? Da draußen ist auch noch was. Ach so, das ist dann in dem anderen Raum. Okay, ich denke mal gerade schon, hey, und draußen, aber ich habe mich doch draußen schon super umgeschaut. Meins, meins, alles meins, wie Miney aus Lazy Town. So fühle ich mich da manchmal, wenn ich alles an mich reiße. Und ja, das ist eine Reference, die ich jetzt ernsthaft gemacht habe. Aber ich muss sagen, ich habe diese Sendung, also Lazy Town, als Kind wirklich sehr, sehr gerne geschaut. Die ist genau auch zu der Zeit, glaube ich, rausgekommen oder rerunnt. Aber ich glaube rausgekommen, wo ich halt genau in dem Alter war, wo ich, glaube ich, perfekt Zielgruppe war mit so 8 bis 10. Also mit 5, 6 ist es vielleicht doch schon manchmal ein bisschen zu hoch und die Songs versteht man nicht so ganz. Aber so mit... Achso. Ah. Ernsthaft? Oh. Close for transport. Alter, hier sind richtig viele Notizen. Quartiermeister Pike 2, okay. Hä? Teilweise hat das so ein bisschen einen Lag. Achso, das ist dann Nummer 2, oder was? Ja, scrollt ein bisschen. Ich hoffe aufrichtig, dass sie diese Nachricht erreicht. Wie Sie wissen, hat sich die Lage von schlecht zur totalen Katastrophe verschlimmert. Wir sind nun von zahlreichen unserer Einrichtungen abgeschnitten, einschließlich der Ihren. Ich hoffe inständig, dass es Ihnen und Ihren Männern gelingt, sich einzugraben und den kommenden Sturm auszusetzen. Möge Gott Ihnen allen beistehen. Major Nadler. Oh, Medikit Militär? Und noch eine Notiz. Nummer 3. Ein kurzes Dankeschreiben für den ausgezeichneten Cognac, den Sie mir haben zukommen lassen. Es erdämpft zweifellos das Gebrüll dieser verfluchten Kreaturen, das kann ich Ihnen versichern. Ich weiß Ihre Großzügigkeit sehr zu schätzen. Wie es aussieht, kann ich Ihrer Basis nun noch weitere Munition zukommen lassen. Seien Sie versichert, dass ich mein Bestes tun werde. Bis dann, General Hofstash. General. Also der ist dann quasi eine Ebene höher gegangen für besseren Stuff. Hat ihm jetzt auch nicht so wirklich genutzt, muss ich sagen, aber hey. Das ist übrigens erst 3 von 5. Oh. Oh, fast mittig. Okay. Jackpot. Eine Flasche Risen Glory Cognac. Und Zigarren. Kubanische steht auf der Kiste. Ich glaube, ich habe alles Wertvolle. Wird Zeit, hier abzuhauen. Habe ich mir schon fast gedacht, wenn das hier das große Ding ist. Hier, weil da auch 2 Notizen sind. Sprechen Sie mit Hubert über die Versorgungsgüter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt ein Bosskampf ansteht. Komme ich da rüber? Ah ja, vielleicht hier. Oder kann ich das jetzt zur Seite schieben? Ah ja, doch! Stimmt! Das ist ja voll Sinn! Ah, Bosskampf, oder? Kein Bosskampf! Okay, ich war mir jetzt sehr sicher, dass jetzt ein Bosskampf kommt.
mit so einem großen Typen oder was. Das hat so stark danach gewirkt. Hä, warum gehen wir eigentlich jetzt hier rum? Achso, wir gehen nicht hier rum, sondern... Hä, ist hier überhaupt irgendwas? Nee, hier ist nix. Okay. Ah, hier rum gehen wir. Rüber und raus hier. Danke, war schön mit euch. Sind einfach abgehauen, die Schweine. Na gut. Oh. Wow, du hast es geschafft. Hast du das Versteck gefunden? Ja, habe ich. Danke für die Dietriche. Aber was macht ihr noch hier? Ist er das? Na klar. Er war so nett, uns die Ware zu besorgen. Damit hat er uns eine Menge Ärger erspart. Sehr gut. Also, wie hast du das erfahren? Ein Vögelchen hat's mir gezwitschert. Wieso? Hatte das Vögelchen ein gebrochenes Bein? Und wenn schon? Ich hab's ihm nämlich gebrochen. Warum hast du ihn verletzt? Hubert wollte die Ware für sich allein einstreichen. Wollte Dodger erzählen, er hätte nichts gefunden und um das durchzuziehen, brauchte er unsere Hilfe. Aber Hubi, den Halbaffen brauchten wir dazu nicht. Und dich brauchen wir auch nimmer. Also, her damit. 3 gegen 1? Hört sich fair an. Falsch gezählt. Ja, 5 gegen 1 ist auch okay. Ich hab gezählt. 5 Leichen. Legt den um und holt euch die Ware. Licht voraus! Bleibt wachsam! Jetzt gehörst du mir! Ja. Das. Schnappt den euch! Los! So, pass aus! Ich hab was für dich, du Wichser! Ah ja, ich hab auch was! Hallo! Nicht dein Ernst! Bist du bereit? Das Problem ist, oder das Gute ist, ich, im Vergleich zu euch, kann ich mich heilen! Ich hab was für dich, du Stück. Kein Weh, meine Lektion. Hier drüben, Arschloch. Okay, einer. Fuck you! Das ist meine Taktik! Wie gefällt dir das, Bastard? Such was aus! Oh, das ist schlecht! Ich bin hier stuck! Jetzt bist du tot, Fickfresse! Bist du bereit? Oh. Arschloch! Ich bin schon unterwegs! Oh, der eine Große ist auch schon down. Oh, perfekt ausweichen, okay. Du nicht. Oh, geil. So. Alles alle? Jo. So, da. War gar nicht so schwer. 2 Mollys, ich glaube, die Molotov-Cocktails machen gegen Menschen nicht so wahnsinnig viel, sondern hauptsächlich was gegen Infizierte. Oh, die sind draußen. Oh, Moment, da draußen sind gleich 2 Kisten. Moment. Das schaut eigentlich ganz gut aus, da jetzt hinzugehen. Ich meine, es ist Nacht, was die Sache natürlich so ein bisschen... Oh, Honig. Oh. Ich meine, hier drin ist doch eine Kiste, oder? Ah, ne, hier. Hä? Doch, hier drin ist eine Kiste. Hier die 3 Mittel. Ja, ich weiß da schon gerade wieder, wer um Hilfe gerufen, aber hey. Ist jetzt gerade nicht unser Problem. Nice. Meins. Einmannpackung und so weiter.
Nochmal Inhalator, Medikit Militär. Eine richtig gute Waffe, glaube ich. Noch ein bisschen Medikit Militär. Die werden wahrscheinlich... Also ich schätze mal, im Late Game wird man hauptsächlich richtig gut upgradete Medikits oder halt militärische Medikits brauchen, weil einen fast alles one-hittet. So, dann schauen wir mal. Wo müssen wir jetzt hin? Hier, sprechen Sie mit Hubert über die Banditen. Ich würde aber sagen... Ah ja, hier ging es ja nicht mit dem Scheiß hinlegen. Okay, dann gehen wir nochmal zu unserem, wo wir heute angefangen haben. Weil hier rechts, es klappt ja nicht. Da ist halt wieder dieser Shit, wo man nicht vernünftig hinkommt. Dann würde ich sagen, geht's erstmal nach Hause. Außerdem ist, glaube ich, doch... Ja, hier will jemand unsere Hilfe. Hier ist echt die einzige Option, hier wirklich gut hochzukommen. Dieses komische Teil hier. Achso, Moment. Hier. Ja. Außerdem, ich dachte, die heißen nicht Befallen, sondern Beißer. Oh, shit. Achso, das kann ich nicht. Ganz. Oh, shit. Okay, er ist weg. Lösch diese Befallenen aus und schalte das Licht wieder an. Mangwa. Ja, eine Sekunde noch. Die UV-Lampen müssen eingeschaltet werden. Der Timer zählt immer noch runter, also. Okay. Fertigkeitskampfpunkte. Nice, Stufenaufstieg. Cool. Oh, ist das meine Belohnung? Wichser, es sind nur Teile. Achso. Okay, wir haben nichts gemacht. Okay. Erneut, wie kommt man zu denen hin? Ich glaube aktuell gar nicht. Ich glaube, da kommt man nur tagsüber hin. Oder, Moment, komm. Kommt man da irgendwie hoch? Ah! Ah! Moment. Gibt's das überall bei diesen Dingern, wo die Rucksäcke so hinter den Dingern sind, hinter den Gittern, dass sie so geil ist, dass man hier sowas machen kann. Ich würde da gerne runter. Also hier runter vor allen Dingen, hier durch. Aber der gibt mir seinen Kram nicht. Gib mir deinen Kram. Hätte nicht helfen sollen, du Wichser. Okay, wo müssen wir lang? Wo ist unser Bett? Leicht links. Das war genau daneben. Oh ja, hier ist der... Oh, hier sind aber... Hier ist ein bisschen was gespawnt, nice. Okay, geh mal. Zombies zu durchsuchen hat gefühlt selten wirklich was an Wert. Honig, Honig! Tischbein. Aber Level 3 Tischbein. Aber die Dinghaine, die Dachhaine, die geben echt relativ gut oft was ab. So, und schon sind wir bei unserem Versteck. Wunderbar. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal beenden wir hier die Nebenquest und schauen uns das mit Prinzessin im Turm an. Und bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal bei Dying Light 2 und tschüss, Leute.